Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 hier live aus Liberty City. Gemeinsam mit unserem Nico Bellic in seinem arg zerstörten Fluchtwägelchen. Ja, beim letzten Mal ja mit Peggy McCreary und seinen Brüdern einen Bankraub gemacht. Da sind wir mit Ach und Krach entkommen. Das war mal heftig. Also hätte ich nicht gedacht, dass die Jungs so weit gehen. Aber gut, ja, und dann, wenn ich schon mal hier bin, habe ich gedacht, ich habe auf dem Radar ein blaues Menschkerle gesehen. Hier der gute Batman, der Freund von unserem lieben Little Jacob, und da waren wir ja schon mal, und die Mission haben wir damals, glaube ich, vermeiert, haben sie dann nicht wiederholt, und ich mag eigentlich keine unerledigten Dinge, von dem her, auf ein neues. Hey, my youth, Wagwan. Hey. Hey, oh ja, go on, I can know who he is, road boy. Chuck, you don't know who he is. Batman, what's up? Why, me there, road boy. Me said, no one can test me, no road boy. No one can test me. See? Who's testing you? Them slibber Russian type, my youth. Yeah? Debt, everything, disrespect. Yo, road boy, let me tell you something right now. Oh, come and have a drink milk, road boy. We never come up for court in a car. Right, whatever you say. Yo, road boy, let me tell you something. You see, if fish could keep their mouth closed, them wouldn't get caught, road boy. Exactly. Tell you what, let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, road boy? Come here, we go deal with them boy there right now. So machen wir es. So machen wir es. Diesmal drehen wir den Russen in den Hintern. Natürlich rein virtuell, ne? So, einsteigen, mein Freund. So, wenn ich mich richtig erinnere, ging das wieder in dieses komische Viertel da hinten, ne? Wo wir schon mal mit Jacob in Drogenangelegenheiten unterwegs waren. Russian boy make and I fix Rasta. They come from corner and team coming from the city. And all of this a fuck the road boy. Why my operation to run right? I don't want no Russian boy come tell me what to do, you see? Sure, Batman. Some Russians been up in my face as well. My youth, listen, you're righteous youth, my youth. Jacob tell me about you long time. You're righteous youth, my youth. You sound like a Rasta man. Where is Jacob? Why you think I doing thing right now, you know, see? Catch up with him girl and thing. You know that, you. Love him guaranteeing, you know? Yeah. The youth are grind, my youth. Man a hustling youth. Big respect for him to that. Was? Jacob hat eine Lady am Start? Das kenne ich ja gar nicht. Respekt, lieber Jacob. Righteous or road boy. So we reach us or no? So, dann schalten wir mal kurz die Schläger aus. Ich glaube, da dürft's die normale Knarre auch tun. Ja, ich glaube, hier haben wir damals unseren Spaß mit der Handgranate gehabt, ne? Da haben wir uns ja mit der Handgranate ein bisschen blöd angestellt. So, ich glaube, das war's schon, wa? Tatsächlich. Dem Russian boy caused me no more botheration, road boy. Respect deal. Don't worry about it, man. Yo, road boy, I catch your own thing, man. One love, Rasta. Yo, one love, Jacob, alles klar. Ah, nicht Jacob, sondern Batman natürlich. Mensch, verdammt, ich wollte jetzt die ganze Kohle hier noch einsacken. Na toll, dann halt nicht. Och, Menno. So, was wollten wir noch machen? Ach ja, wir sollten ja Kate anrufen, ne? Hieß es? Also, dann rufen wir mal Gott die liebe Kate an. Kate, it is Nico. We met with your brother, Packy. He gave me your number. Hi, Nico. What's up? I was wondering if you wanted to come out with me sometime. Maybe we do something together. Okay, that could be interesting. I don't normally socialize with Packy's gangster friends. But sure, pick me up in the next hour. See you then. Das ist ja nett. Okay, also sie gibt uns eine Chance, das freut uns natürlich. Nun würde ich sagen, dann düsen wir gleich mal hin. Zur guten Kate. Sollen wir da mit dieser komischen Karre da antanzen? Ja gut, mein Gott. Ich glaube, die legt ja nicht groß Wert auf sowas. Hoffe ich mal. Können ja auch im Bullenauto klauen und vorfahren. Aber ich glaube, das geht nicht allzu gut. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Und Kate macht jetzt auf mich nicht unbedingt den Eindruck, als ob man sie mit einem Auto beeindrucken könnte. Ich glaube, die legt da mehr Wert auf den Charakter, und so soll es ja eigentlich auch sein, ne? So, wer ist denn der jetzt? Hallo? Nicky, this is Ray Pacino.
keeping your Irish friends in liquor. I thought I was doing that. I hear you need work. I want to throw you a bone, Mickey. Come over to Drusilla's in Little Italy. We'll have a little sit-down. Ah, okay, ein Bekannter von Peggy, den wir auch kennengelernt haben. Da drüben, okay. Gut zu wissen. Dann wird es hier wohl weitergehen, demnächst. So, aber zuerst holen wir mal die gute Kate ab. So, bring Kate irgendwo hin, wo sie Spaß hat. Ja, wo hat sie denn Spaß? Das ist jetzt die Frage, ne? Was machen denn die irischen Mädels gern? Ach, wir könnten mal wieder hier in den Faustins Club gehen, ne? Ins Kabarett waren wir auch schon länger nicht mehr. Thanks, Kate. Yeah, it's okay, isn't it? So, die haben sich aber nicht viel zu erzählen, die zwei. Vielleicht sollte ich nicht so schnell fahren. Ich glaube, das wird ihr nicht gefallen, wenn ich hier so rumbrenne. I'm not the type of girl to get impressed by a fast driver. Und das sagt sie auch. Also, sie gehört nicht zu den Mädels, die beeindruckt sind, wenn der Fahrer quasi um die Ecken bricht und Gas gibt ohne Ende. Also mal ein bisschen Hoferle machen, ein bisschen langsamer fahren, okay. Machen wir doch. Ein bisschen anständig, wir wollen ja die Kate hier nicht irgendwie zu Tode ängstigen und uns dann von Peggy was anhören müssen. Nein, nein, das machen wir nicht. Und wir haben ja Zeit. Kate ist bei uns im Auto. Wir haben keinen Druck. Also Zeitdruck meine ich. So. Hier scheint es keine Vorstellung zu geben, oder? Täusche mich da gerade. Es war zumindest mal hier kein Symbol auf der Straße. Ja gut, vielleicht gibt es trotzdem eine Vorstellung. Wir laufen einfach mal rein. Was, heute nicht? Doch. Ich will da aber rein. Nein, heute gibt es keine Vorstellung. Lama Laden hier, buh. Ja. Scheiß Laden, Freunde. Ach Gott, was ist denn das jetzt? So, jetzt haben wir Kate Angst eingejagt. Wunderbar. Na super. Jetzt ist der stinksauer wahrscheinlich. Shit. Jetzt haben wir das Date verkackt. Entschuldigung, Kate, der hat mich angegriffen. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Mensch? Eieiei. Eieiei. Sage mal, wie ist denn der drauf? Oh, ich glaube, ich sollte mich mal wegmachen. Mir geht's, glaube ich, gar nicht so gut. Eieiei. Das ist ja toll. Toller Abend, Respekt. Der war ja sweet. Ja, komm, was soll's. Wir probieren's nochmal. So, mein Freund. Jetzt gibt's Haue. Oh Mann, Alte. Shit. Ja, also das Date war ja mal nix, ne? Ich glaube, das war voll für den Arsch. Eieiei. Halt, das sind die Bullen. Das sollte ich jetzt nicht unbedingt ein Auto klauen. So, okay, die Bullen sind weg. Ja, dann würde ich sagen, gib mir mal dein Auto, Meister. So, oh, jetzt kommen wir gleich Anpfiff kriegen. What's up, man? My mom says that I gotta take you to a show since you ain't from Liberty City. What do you think? Okay. Okay, man, I could catch a show. I'll pick you up in the next hour. Nice one, Nico. See you soon. Toll. Wir haben die Nummer mit seiner Schwester vergeigt und jetzt will er zur Belohnung mit uns in die Show gehen. Das ist ja witzig. Na gut, dann machen wir das halt. Das ist ja kein Thema. Also ich wäre jetzt natürlich lieber mit Kate ausgegangen. Aber, naja.
Was willst du machen? Vielleicht gibt uns Kate ja nochmal eine Chance, wäre möglich. War ja der erste Eindruck, der war jetzt wirklich toll, ne? Ja, das haben wir halt, haben wir vermeiert. Ja, ich wollte einfach hier in die Show rein und es ging nicht und dann hat er mich angegriffen und dann, ja, mei, was soll ich machen, ne? Muss ich mich ja wehren, aber dass Kate es nicht gefallen hat, ist auch verständlich. Aber schön, haben wir das auch mal ausprobiert. Haben wir das auch mal gesehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Nico, my boy. Jackie's brother, Gerald McCreary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. Use the back entrance. So, also, Jerrys Bruder, okay. I am an old woman, get the hell off me! Alright, so. Nico, we're good to go. Wunderbar. Nico boy, how's it going? What's happening with you? This and that, you know. Tried to make ends meet. Aren't we all, Nico? Aren't we all? Well, sometimes we're trying to keep our heads above the water, other times we're trying to drown ourselves in it. You feel that way? You ever feel that need to obliterate yourself? Maybe sometimes. I mainly try to focus my need to destroy things onto other people. That's because you ain't Irish. If an Irishman ain't beating himself up, he's beating up his family. With me, it's myself. My pa was different. It's this fucking chop that's screwing me at the moment. I can't go out and look for chicks without it. But once I'm out, I'm in the can most of the night doing rails. After that, there ain't a chance in hell of me being able to get hard. It's a fucking catch 22. I gotta cut down on this shit. That might be a good idea, man. So. Wunderbar, haben sich die zwei ein bisschen unterhalten und gleich mal wieder meine überlegenen Skills präsentiert. Ach, und jetzt gibt's plötzlich das Icon. Jetzt können wir in den Club gehen, oder wie? Is this like a slice of real European culture or something? Remind me to take you to a jig on our next date. So, und schau an, die zwei Türsteher wieder da. Jetzt ist wieder alles gut, ne? Guten Tag, hallo. Ah, ist mir ein Vergnügen, sagt er. Ja, nachdem ich dir vorne die Fresse poliert habe. Aber gut. Und schauen wir uns halt jetzt mit ihm die Show an, mit Peggy, na gut, wenn es sein muss. Perestroika! Put limbs together for incredible Kleinman! Ladies and gentlemen, I, Kleinman the Magician, master of the unexplainable, the mysterious, and the unknown, like a woman with an E-R and a zing-zing, if you know what I mean, will blow your mind clean off! And speaking of which, please welcome my lovely assistant, the lovely Laurel! Laurel, you filthy cretin! Put down that whiskey and put out that cigarette! You know, death, be not proud. It takes children, scholars, and hobos, but it will not take me! The saw of death has claimed many lives over the years. My filthy assistant will now strap me in. Soon, I will be quite secure. No man could escape this saw. No man can look death in the face and laugh. No man but me. Laurel, start the saw. Prepare to be amazed. Steel spinning towards my gonads. But I am not afraid! Whoa! This was not expected. Let's go to next show! Great song about American pastime! Drug abuse! This is a story about my best friend. We met in a truck stop bathroom. He got me all sweaty and I was like, on the move! Have you ever been to the mall? All you gotta do is get some household cleaners, cough medicine,
that pseudo-Fred Reen, or whatever the hell you call it. Mix it up in your bathtub with some iodine, red phosphorus, which is my favorite, acetone, and a little camping fuel. And that will take you to the moon. Let me tell you about staying up all night, horny as hell. Taking apart your washing machine or your TV or picking the carpet for a little piece. But I'm just in love with that bathtub mess. I'm tweaking in the morning. I'm tweaking in the afternoon. Oh, oh yeah. Baby, well, you better cover up those windows, Daddy, and hide that gun soon. Yeah, Daddy, go hide that gun. Well, this bathtub mess sure is fun. Oh, but baby, don't worry about that erectile dysfunction. No, 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 no. No, don't wear a frown, yeah. 'Cause you know you're never, ever coming down. Well, yeah. You'll sleep with your brother, your mother, your cousin Beth. You'll get so horny on that crystal meth. Yeah. Oh, oh, I'm tweaking now. I'll tweak in the morning, Daddy, yeah. And I'll tweak in the afternoon. Oh. Oh, shit. Oh, shit, another tooth just gone. She's sexiest junk in whole beach. Miss Bluesy says junk! Actually like that shit, do ya? Take me back to the house. So, naja, also, Programm war ja so heiter bis wolkig, ne? Also, da sind wir ja vom Comedy Club ein bisschen was anderes gewöhnt. Aber gut, wir wollen nicht zu sehr mosern. So, Peggy will nach Hause. Ja, ich würde sagen, ich will aber zuerst noch irgendwas essen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber hier gab es doch irgendwo ein Dine in der Nähe. Da gab es irgendwo was zu essen. Halt, hier nicht. Hier ist die Polizei. Da wollen wir nicht hin. Da vorne ist das Dine. Genau. Stimmt. Da ist es. So, da können wir nicht hin. Toll. Ach, aber da drüben können wir hin. Also zum Saufen können wir, aber... Ins Diner können wir nicht, das ist ja witzig. Aber das muss doch gehen, das gibt's doch gar nicht. Nö, okay, wird uns nicht angeboten. Hm. Dann gehen wir halt noch zum Saufen, was soll's? Ist doch völlig wurscht. So, dann parken wir den Kahn erstmal hier. Dankeschön, aussteigen. Pfeifen uns kurz ein Würstchen rein. Wenn wir schon mal da sind. Nachdem es uns ja aktuell nicht mehr so wirklich gut geht hier von der Gesundheit. Und beim letzten Mal ja durch die Finanzspritze diesen Bankab $250.000 bekommen, ne? Also können wir uns gerade noch so leisten. So Peggy, dann lass mal schauen, was du so schlucken kannst. Die Iren sind ja da keine Kinder von Traurigkeit, ne? Ja, ich weiß, scheiß Klischees. So, da haut's gleich um. So, Taxi Cab, ja, genau, wir fahren jetzt mit dem Taxi nach Hause. So. So, können wir jetzt hier mal einsteigen, bitte? Na, super. Eieiei. Der kann kein Taxi rufen. Hallo, würdest du mal ein Taxi rufen, bitte? Sizzle Ovation. I went there once. Didn't like much. Went back to the madhouse. Yeah, I'm drunk. Ja, das ist ja kein Vergnügen hier. Ne, ich kann den nicht einmal richtig steuern. Der wackelt nur so, aber gut, das ist ja normal, ne, wenn man so besoffen ist. Ach Gott. So, kann ich denn nochmal einen Hotdog essen? Ne, kann ich auch nicht. Na prima. Ich habe jetzt keine Lust hier zu warten, bis der Kollege wieder nüchtern ist. Das wäre nicht gut. Aber es ist auch, es ist kein weiteres Taxi da. Nee, das ist, ist das davon ein Taxi? Doch, das ist glaube ich ein Taxi. Taxi, Cab, auf geht's.
So, wir verlieren aber ständig Lebensenergie, also offenbar sind wir so besoffen. Naja, keine Chance, hier ein Taxi zu kriegen, Freunde. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Na gut, wenn es sein muss. Ja, nee, nicht neben dem Bullen, glaube ich mir kein Auto. Das muss nicht sein. Wir warten einfach, bis die Bullen hier ums Eck sind, so wie jetzt. Genau, dann. So, der hier, der lacht mich doch an, den holen wir uns mal schnell. So, Auto klauen geht, auch im besoffenen Zustand. Und so wie es aussieht, hat der keine Alarmanlage. I definitely should be walking home. So, jetzt schaut euch Peggy mal an. Jetzt kann er plötzlich wieder normal laufen, wenn er ins Auto einsteigt. Interessant. Wir haben zwar einen ordentlichen Zünder. Noch bin ich nicht gefahren. So, und der Cop hier rechts, dem macht das mal nichts aus. Aber jetzt fahre ich. Ui, 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 ui. Steuerung sehr abtörlich. Aber das kennen wir ja schon, wenn man besoffen Auto fährt. Ne, wir hatten ja mal mit Jacob das Vergnügen. Oh, sorry. Dass wir mit Jacob einen lustigen Saufabend gemacht haben und dann hat man so das gleiche Problem. Wie kommen wir heim? Ne? Waren wir, glaube ich, sogar im gleichen Club damals oder beziehungsweise in der gleichen Bar? Bei Mikey. So hieß, glaube ich, der Wirt. Wir kennen diese Bar ja von der anfänglichen Geschichte, von der Einführung. Damals ja der Inhaber, der koksüchtige Vlad. Der Geldgeber für unseren Bruder, nicht Bruder, sondern Cousin natürlich, Roman, der ja da ein bisschen in der Kreide stand. Naja, unser Auftrag hier in Liberty City ist auch schon ewig her, so gefühlt ewig. Wenn man überlegt, was man hier jetzt schon alles erlebt hat bis dato, also ich bin immer wieder überrascht, wie lang sich dieses Spiel hier eigentlich hinzieht, wie lang die Geschichte geht, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass sich das so in die Länge zieht. Und man vergisst ja auch so vieles schnell wieder, ne? Weil gerade so was am Anfang war, die Nummer mit Mallory, mit Michelle. Und dann, wo wir dann für Vlad den einen oder anderen Job gemacht haben. Wo wir dann in den Faustins Club gekommen sind, ne? Dimitri und Michael Faustin kennengelernt haben. Dann haben wir für die ja noch ein paar Jobs gemacht. Dann haben wir Michael Faustin umgebracht. Dann wollte uns der Dimitri verkaufen. Also es war... Es war eigentlich immer was los, ja. Es wird nicht langweilig. Oh, sorry. Bin gerade noch ausgewichen. Aber interessant, dass wir nicht gejagt werden von der Polizei. Also wir eiern hier. Huch! Wir eiern hier durch die Straßen und. Ja gut, eigentlich fast wie immer, ne? Eigentlich wie immer. Na toll, jetzt haben wir wenigstens die Cops am Hintern, ne? Komm, hab ich's gesagt. Kaum befürchtet, schon ist soweit. Aber das wissen wir auch, wenn wir hier unser Ziel erreichen sollten, dann sind die Cops mit einem Schlag weg. Ui, schaut euch das an. Das hat sogar Risse im Mauerwerk hinterlassen, wo ich gerade reingebrannt bin. Das ist ja witzig. So, jetzt müssen wir bloß noch hier zu diesem blöden Spot kommen. So, das sind die Cops. Was, wir sollen aus dem Fahrzeug aussteigen? Kannst du vergessen? Sitzt gerade so gut, ist alles sehr bequem hier. So, ich fahre lieber noch ein paar Lichtmasten um. Ja, und ich bin froh, dass Peggy uns mal kein Trouble gemacht hat, weil das Date mit seiner Schwester Kate geplatzt ist. So, aber schön, dann sind wir für heute auch schon wieder durch. War jetzt nicht akut spannend, aber ein bisschen was haben wir unternommen. Ich sage an euch wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen hier bei Liberty City GTA 4. Bis dahin, Servus!